Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo für www.bluetooth-lautsprecher-infos.de. Heute werde ich euch einmal zeigen, was passive Radiatoren eigentlich machen. Also wir haben hier einen Lautsprecher, den habe ich geöffnet. Hier vorne habe ich auch die Lautsprecher gelöst, absichtlich. Das ist nämlich wichtig für das Konzept. Und das sind zwei Treiber, also normale Lautsprecher. Ihr solltet hier am besten auf dieser Membran nicht rumfingern. Wenn ihr die kaputt macht, dann ist der Lautsprecher im Eimer. Ich drehe das Ganze jetzt mal. Und auf der Rückseite seht ihr hier diese passiven Radiatoren. Das heißt, das sind keine aktiven Lautsprecher, die sich mitbewegen können, sondern die werden quasi durch den Druck, durch den Luftdruck im Gehäuse bewegt. Und die sind dafür da, Frequenzen im tiefen Bereich, also Bass, zu erzeugen. Bei JBL, da kennt das der ein oder andere wahrscheinlich von euch, das sind die an der Seite immer, das sind immer seitlich, also hier wären die da. Man muss die aber nicht seitlich verbauen, das kommt auf die Konstruktion drauf an. Hier sind die hier verbaut. Also, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich drehe das Ganze. Ihr seht die hier vorne. Die sind jetzt fest, die Lautsprecher. Ich werde jetzt mal hingehen und werde den Lautsprecher hier etwas herausholen. Und dann werde ich jetzt Musik anmachen. Einfach mal Testmusik, damit ihr das mal hören könnt, was da jetzt der Unterschied ist. Und damit geht es jetzt weiter. Also ich werde euch jetzt demonstrieren, wie sich das anhört, wenn quasi der Lautsprecher nicht geschlossen ist. Das heißt, hier kann Luft ausweichen. Das hört sich schlecht an, das werdet ihr gleich hören. Ich werde jetzt das Mikrofon einmal nehmen und hier vorne dran lehnen, damit ich das demonstrieren kann. Also ihr habt jetzt eindeutig gehört, wenn ich quasi diesen Lautsprecher hier nach vorne bewege, das heißt, das Gehäuse ist nicht mehr richtig geschlossen, die Luft kann entweichen, dann klingt das Ganze hell und der Bass ist weg. Wenn ich das Ganze hier festdrücke, das Gehäuse quasi wieder luftdicht verschließe einigermaßen jetzt, ich werde es natürlich noch festschrauben, da ist das dann besser, aber dann hört man deutlich den tieferen Bass. Und der wird eben durch diese passiven Radiatoren erzeugt und durch den Luftdruck im Inneren, da ist der Klang dann eben auch anders. Und das ist quasi auch dieser Sinn und Zweck von diesen passiven Radiatoren. Die werden eben oft bei solchen kompakten Boxen eingebaut. Da kann man nämlich Platz sparen. Vor allen Dingen spart das auch Strom, weil man hat nur zwei aktive Treiber. Aktiv sind das die zwei vorne hier. Und aktiv heißt eben, da wird Strom benötigt, um die zu betreiben. Diese Passivmembran, passive Radiatoren, deswegen auch passiv, die bekommen keinen Strom. Die werden quasi durch den Luftdruck bewegt und erzeugen dann eben Frequenzen im tiefen Bereich, was bei solchen kleinen, bei dem kleinen Korpus ja schwer ist. Das heißt, wenn ihr nämlich normalerweise viel Bass haben möchtet, braucht ihr natürlich mehr Volumen, größere Lautsprecher und so weiter. Das kann man eben mit diesen passiven Radiatoren, sag ich mal, ein bisschen tricksen. Und da kann man auch kleine Boxen bauen, somit die mehr Bass bringen. Das ist quasi der Grund und der Sinn und Zweck davon, wie das Ganze funktioniert. Bei großen Boxen, bei Anlagen zum Beispiel, da habe ich das noch nie gesehen. Da ist das aber auch nicht nötig. Da kann man Hochtöner, Tieftöner, Mitteltöner, alles verbauen. Hat genug Strom, hat da keine Probleme mit dem Platz und so weiter. Bei kompakten Boxen ist das aber nicht so. Deswegen kommen diese Dinger hier eben öfter zum Einsatz. Und deswegen seht ihr die auch oft und auch diesen Begriff, der oft angegeben wird. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was das hier für einen Einfluss hat und wie sich das anhört, habe ich euch ja gerade demonstriert. Also wenn man keine passiven Radiatoren hat, dann klingt es sehr flach und es ist fast unmöglich, aus so einem kleinen Korpus überhaupt Bass rauszuholen.
Das habt ihr ja gerade in der Demo kurz gehört. Das sollte man eindeutig gehört haben. Und jetzt wisst ihr da Bescheid, was es damit auf sich hat. Dieses Video ist außerdem aus einem weiteren entstanden, beziehungsweise ich habe den Lautsprecher hier mal komplett geöffnet, auseinandergenommen, um zu zeigen, wie man quasi einen Akku wechseln kann, wie das so funktioniert, worauf man beim Öffnen achten muss, was da so die generelle Logik meistens bei solchen Produkten ist. Wer sich dafür interessiert, kann auch mal auf die Homepage schauen. Den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video dir so ein bisschen Einblick in diese passive Radiatorentechnik, so einen groben Einblick mal gegeben hat. Hochtechnisch sollte es nicht sein, ist es auch nicht geworden. Ich habe dir einfach mal so kurz und knapp erklärt, was da so die Logik hinten dran ist, der Grund und wofür diese passiven Radiatoren eigentlich da sind, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, das funktioniert auch nur bei einem geschlossenen Gehäuse. Sobald das Gehäuse offen ist und die Luft entweichen kann, irgendwo, da war es das mit den passiven Radiatoren. So die funktionieren nämlich durch den Luftdruck im Inneren, und wenn der entweichen kann woanders, dann klappt das nicht. Jetzt weißt du ja auf jeden Fall Bescheid, das war ein grobes, oberflächliches Video, möglichst nicht technisch gehalten, einfach mal eine Information, was hier die Bedeutung ist. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat dir gefallen, hat dir weitergeholfen, und weitere Infos sowie den Artikel zu diesem Video findest du unter diesem Video, wie immer. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.